Moin mal wieder und willkommen hier auf dem Kanal von 33 Kilowatt. Ich habe ja meine nagelneue Fiofo A129 Pro Duo endlich in mein Auto eingebaut. Das heißt, ich kann vorne mit 4K-Auflösung filmen und habe auch eine schöne, vernünftige Rückkamera. Soweit bin ich super zufrieden. Der Einbau war relativ easy. Kabel verlegen ist natürlich immer schwierig, aber ich habe eine kleine Herausforderung. Ich wollte jetzt für ein Video die Aufnahmen nutzen und dann ist mir aufgefallen, was ist das? Das ist jetzt der Speicherkarteninhalt. Ganz viele relativ kleine Dateien, die mit F gekennzeichnet sind. Das sieht man hier. Also jede zweite, das ist für die Frontkamera und die mit R gekennzeichnet sind, ganz am Ende des Dateinamens, ist für die Rückkamera. Normalerweise sollten hier immer so große Blöcke sein, Gigabyte oder zwei oder drei, je nachdem, wie groß die Häppchen halt macht oder wie lang man das möchte. Man kann das ja einstellen, ob eine Minute oder fünf oder drei. Und die sollten alle gleichmäßig groß sein und so weiter und so fort. Da fiel mir schon auf, was ist hier los? Hier sieht man es. Alle völlig unterschiedliche Dateigrößen. Habe ich mal reingeguckt. Tja. Man sieht richtig schön, man fährt, man fährt, man fährt. Dann endet die Datei, dann öffnet man die nächste Datei, aber dann fehlt irgendwie eine halbe Minute oder 10 Sekunden oder auch mal länger, mal kürzer. Also es ist völlig variabel. Puh, ja, und das ist irgendwie doof. Gerade wenn man so ein Zeitraffer-Video machen will oder das Material wirklich nutzen möchte, ist das ungünstig. Meine Vermutung ist jetzt, es liegt an diesem kleinen Kandidaten. Die Kamera oder der Hersteller, glaube ich, sagt, 128 GB ist maximal erlaubt. Aber ich habe hier die 400 GB-Karte reingeschoben, weil ich die noch übrig hatte. Hat auch wunderbar erkannt mit irgendwie formatiert 360 GB Restmenge. Alles wunderbar. Und ich nehme stark an, dass es auch nicht die Größenbeschränkung ist, sondern dass eventuell die Geschwindigkeitsklasse zum Schreiben nicht ausreicht. Dass die Kamera mehr Daten erzeugt, als die Karte eben schreiben kann und deswegen dieses Problem besteht. Um zu gucken, zu testen, ob das jetzt ist, habe ich eine neue MicroSD-Karte bestellt. Die hier, die Max Endurance, die sind eigentlich dafür da, hohe Schreibzyklen zu haben. Also die kann man so in Kameras reintun und in alles, was einfach viel, viel Datenmenge schreibt. Auch im Raspberry Pi sind die ganz gut. Ich habe die größte genommen, ja, damit ich nicht so also lange puffern kann. Es reicht normalerweise wahrscheinlich auch hier diese High-Endurance-Karte zu nehmen. Die kostet dann auch gleich ein bisschen weniger. Hat aber irgendwie 20.000 Stunden Schreibzyklen oder also maximal. Und die Max Endurance hat 120 Stunden. Die 120 Stunden werde ich nie benutzen, nie erreichen. Aber ich bilde mir einfach ein, dass diese Karten ein bisschen qualitativ hochwertiger sind. Und deswegen einfach auch länger halten und weniger Fehler haben. Und weil gerade wenn ich mal eine Aufnahme nutzen will und dann ist die Karte kaputt, habe ich irgendwie auch nichts gewonnen und würde mich ärgern, einfach das Geld eingespart zu haben. Wenn das Ganze was taugt, dann lasse ich euch unten in der Beschreibung einen Link da. Könnt ihr gerne verwenden, dann unterstützt ihr auch den Kanal und bezahlt sowieso nicht mehr. Das ist das Coole daran. Würde mich jedenfalls freuen. Und ja, wenn das jetzt hier ein positives Ende hat, das weiß ich ja jetzt noch nicht, die Karte ist ja noch nicht da, die kommt erst heute, dann ja, klickt gerne unten rein und ja, berichtet, wie eure Erfahrungen damit sind. Soeben geliefert die Speicherkarte, die ich euch gerade beschrieben habe. In diesem Fall die Max Endurance, sprich die mit bis zu 120.000, nein, 12.000 Stunden Aufnahmezeit. Zumindest laut der Amazon-Beschreibung, ich sehe hier gerade 120.000 Stunden, war schon richtig. Ja. Ich werde die heute Abend mal reinschieben in die Dashcam, beziehungsweise morgen früh, und dann gucken wir mal, ob das wirklich an der einer zu langsamen Speicherkarte lag oder ob die Kamera ein Problem hat. Aber ich gehe davon aus, es liegt an der Speicherkarte. Bevor es ganz dunkel wird, schiebe ich die Speicherkarte jetzt doch mal rein. Dann seht ihr nämlich auch, wie sich so eine Dashcam verhält. Ich habe sie ein bisschen, was heißt ungünstig angebracht, aber ich wollte sie von der Fahrerseite aus nicht sehen. Also. So, so sieht man es besser. Das Licht hier drin ausmachen, dann blendet das vielleicht auch nicht so. Und Zündung an. Na komm, stell dich auf. Dauert immer einen ganz kleinen Augenblick. Das
Und letztendlich hat so eine Kamera auch nur ein minimales Betriebssystem und da steht schon, formatieren Sie Speicherkarte. Jupp. Machen wir. So, jetzt macht ihr die einmal platt und formatiert die in ein Format, mit der er auch was anfangen kann. So, und das war's schon. Und los geht's mit der Aufzeichnung. Morgen Abend werde ich ein Ergebnis haben. Und ihr auch. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig. Wie ihr sehen könnt, gibt es jetzt immer ein schönes, gleichmäßiges Muster. Die Aufnahme von der Frontkamera hat immer so knapp über 2 GB und die von der Heckkamera hat um die 580. Und ab und zu sind auch mal so kürze Dateien dabei. Das war aber da, wo ich auf den Notfallknopf gedrückt habe. Sprich, wo ich eine Aufnahme dann speichern wollte. Gucken, ob man das hier sieht. Da landen dann diese Aufnahmen drin. Und deswegen sind es unterschiedlich große Häppchen. Also die Karte läuft 1A. Drehe sie mal richtig rum. So. Und kann ich an dieser Stelle nur weiterempfehlen. Ob jetzt die Max Endurance, die fast das Doppelte kostet, oder die normale Endurance, müsst ihr selbst für euch entscheiden. Die normale Endurance kann 20.000 Stunden aufnehmen, also 2,3 Jahre am Stück. Also wirklich am Stück müsstet ihr dann schon Auto fahren. Und die andere, also die hier Max Endurance, kann 120.000 Stunden aufnehmen. Also wesentlich länger und wahrscheinlich auch länger als euer Auto oder eure Dashcam hält. Und dann wären auch 256 GB, was die maximale Größe ist, nicht mehr das Beste sein, was es gibt auf dem Markt. Also die Karte ist top. Kann ich weiterempfehlen. Link findet ihr in der Beschreibung und gebt mir gerne mal Feedback in diesem Video, ob ihr auch zufrieden damit seid.